Ja, wie fange ich an? Ich vermute mal, dass hier irgendwie alle in dem Raum hier irgendwie schon mal was mit dem Thema polyamore Beziehungsformen zu tun gehabt haben und irgendwie Erfahrung haben in Polybeziehungen sind, oder das schon mal ausprobiert haben, sich dafür interessieren, wie auch immer. Ich fand das ganz süß in dem im Frapp. Also Fahrplan, in der ersten Version standen die beiden als Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre drin. Das französische Paar das Paar der französischen Literaten, die halt eben eine offene Beziehung miteinander hatten. Und ich fand das einfach total süß. Und dann, ich wusste nicht, wer sich dahinter verbirgt. Und es verbergen sich Vera und Martin dahinter. Und sie haben sich dann doch entschlossen, in Klarnamen aufzutreten. Die beiden, Martin ist Karlsruher, was ich total cool finde. Er ist Entropianer. Yay, yay. Vera, naja, okay, auch Köln soll tolle Leute haben. Also wollen wir es den Kölnern irgendwie mal Aber eigentlich gönnen. bin ich auch aus Karlsruhe. Ich wohne jetzt in Köln. Ja, also, ne? Exportgut und so. Ich als Lübeckerin kann sagen: Ja, hier wir in Baden-Württemberg, wir rocken. Egal. Herzlichen Applaus für Vera und Martin, die euch was über Polyamorie erzählen. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Hallo. Und genau, wie schon angekündigt, werden wir euch ein bisschen was über Polyamorie erzählen, aber generell auch den ganzen Komplex Beziehungen auch so mal ein bisschen erklären, was es da in verschiedenen Modellen gibt. Was ist so die Motivation für unseren Vortrag? Können wir jetzt irgendwie einfach sagen, ja, wollen wir irgendwie, dass Leute bessere Beziehungen haben, und im Prinzip ist es genau das. Wir glauben, dass man, indem man mehr Optionen aufzeigt als das, was irgendwie, sagen wir, der gesellschaftliche Default ist, nämlich die monogame Beziehung, dass man da mehr machen kann. Und das wollen wir einfach ein bisschen streuen, das Wissen darüber, welche Varianten es da gibt und was man da noch alles machen kann. Ist die Frage, sind wir da irgendwie besonders qualifiziert für? Nee, sind wir nicht. Genau, wir sind keine zertifizierten Experten oder haben das irgendwie studiert, irgendwas in der Richtung. Aber wir haben viele Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Wir sind seit 5 Jahren ein Paar, Seit haben knapp sechs. knapp sechs, haben in einer monogamen Beziehung so angefangen, wie irgendwie das, sagen wir, der gesellschaftliche Normalfall ist, und haben uns dann aber in 5 Jahren dann weiterentwickelt, diverse Iterationen, und haben da einiges an Erfahrung gesammelt. Und wir haben uns auch mit vielen Menschen über das Thema ausgetauscht und denken so, dass wir durchaus was Sinnvolles dazu erzählen können. Genau, also wir wollen so zum Einstieg mal so ein bisschen irgendwie einen speziellen Bereich von Problemen in Beziehungen aufgreifen und da so ein bisschen exemplarisch ein bisschen Beispiel geben, was Probleme sind. Und zwar dieser Begriff Fremdgehen. Das ist ja, also jeder von uns hat, wenn er den Begriff liest, wahrscheinlich irgendwie erst im Kopf, was er sich darunter vorstellt. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen gucken, was ist eigentlich Fremdgehen. Und um das zu klären, würden wir ein kleines Quiz mit euch machen. Die Regeln sind ganz einfach. Also wir zeigen euch die Frage und dann zählen wir runter, 3, 2, 1, und dann bitten wir euch einfach die Hand zu heben, also dass diejenigen die Hand heben, die der Meinung sind, dass das zutrifft. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eine klassisch monogame Beziehung ist in Bezug auf die Fragen, die wir jetzt dann stellen werden. Also es macht halt wenig Sinn, wenn jetzt hier irgendwie der halbe Saal voll Poly-Leuten sitzt, weil dann würden die jetzt irgendwie sich ständig anders strecken. Also wir wollen schon so ein bisschen gucken, was die Gesellschaft irgendwie, die normalen Menschen meinen, was Fremdgehen ist. So, und wir fangen jetzt gleich mal zum Üben so ein bisschen an. Fremdgehen ist Sex außerhalb einer Beziehung. 3, 2, 1. Ist jetzt nicht so überraschend. Fremdgehen ist Knutschen außerhalb der Beziehung. 3, 2, 1. Ich fahre zu schnell, Entschuldigung. Okay. Gleiches Spielchen, geht so weiter. Die Fragen werden jetzt nur schwerer. Sich ohne des Wissens des Partners mit dem Ex-Partner treffen.
Ist das Fremdgehen? 3, 2, 1. Ein paar. Okay. Dann ist es Fremdgehen, eine befreundete Person des präferierten Geschlechts zu küssen. 3, 2, 1. Ja, ungefähr die Hälfte vielleicht. Ist es Fremdgehen, wenn man sich auf einer Party lange mit einer sexuell anziehenden Person unterhält? 3, 2, 1. Ja, kaum. Okay, und zum Abschluss haben wir noch die Frage, ist es Fremdgehen, wenn man sich in einer monogamen Beziehung in eine weitere Person verliebt? 3, 2, 1. Ja, auch wieder einige. Okay, aber was wir eigentlich mit den Fragen so ein bisschen zeigen wollten, ist, es ist eben nicht so, dass es ein Standardset gibt, wo wir alle vom Gleichen ausgehen, wenn wir von monogamen Beziehungen reden. Also es ist so, bei manchen ist halt die Grenze, was irgendwie Fremdgehen ist, irgendwie beim sich in eine andere Person verlieben, bei manchen ist die Grenze woanders, bei manchen ist Knutschen okay, aber mehr nicht. So, und bei manchen ist auch zum Beispiel der Ex-Partner ein total rotes Tuch, wenn man irgendwie nur mit dem redet, ist das schon Fremdgehen. Und das ist halt ein Punkt, das ist eben nicht einfach so, man hat diesen Zettel, wo man irgendwie draufschreibt, willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, und dann kreuzt man ja an und dann ist irgendwie vollkommen klar, was irgendwie jetzt die Spielregeln sind. Aber darauf wollen wir auch später nochmal reingehen, um das konkreter zu machen. Als nächstes wollen wir so generell so ein paar Beziehungsformen noch erklären, was es denn noch gibt außer Monogamie. Und zwar sind das jetzt dann Definitionen, die wir uns so festgemacht haben, weil wir, wie wir eben gerade gesehen haben, auch bei Monogamie ist das nicht immer so klar, was ist denn jetzt schon Fremdgehen oder was ist nicht Fremdgehen. Unsere Definition von Monogamie ist jetzt sexuelle und emotionale Exklusivität zwischen zwei Personen, zwischen zwei Menschen, weil es ja eben auch einfach immer schwierig ist. Ist es denn jetzt schon Fremdgehen, wenn man jetzt mit der Bäckersfrau morgens flirtet, wenn man sich die Brotchen holt, zum Beispiel? Ist das denn schon zu viel, wenn das der Partner wüsste? Und wir haben da auch so ein bisschen drüber nachgedacht, das konkreter zu machen. Uns ist es richtig schwer gefallen, da was Konkreteres als diesen Satz draus zu kristallisieren. Und wie Martin vorhin schon gesagt hat, genau, also wir haben auch als monogames Pärchen angefangen. Wir waren ein Jahr monogam und dann hat sich die Beziehung langsam geöffnet. Es gibt natürlich auch offene Beziehungen. Bei der offenen Beziehung ist es dann eigentlich eine exklusive Liebesbeziehung, aber der Sex ist nicht nur unterhalb dieses Pärchens, sondern das Pärchen hat abgesprochen, dass sie auch außerhalb der Beziehung mit anderen Menschen Sex haben dürfen. Das muss auch nicht immer beidseitig sein, das ist auf jeden Fall auf Einverständnis basierend und auf Wissen der jeweiligen Partner, aber ich habe auch schon offene Beziehungen kennengelernt, da war zum Beispiel nur ein Partner außerhalb der Beziehung aktiv und der andere wollte einfach nicht. Also das geht natürlich auch. Und genau nach einem Jahr haben wir dann unsere Beziehung erstmal geöffnet, also wir waren dann auch erstmal nur eine offene Beziehung, klassisch offene Beziehung. Polygamie finde ich wichtig, dass wir den Begriff hier auch erwähnen, weil wir als Abkürzung für unsere Beziehungsform oft Poly benutzen und ich habe dann auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, ach, ihr seid polygam? Und ich so, nee, wir sind nicht polygam, wir sind polyamor. Das ist ein Unterschied. Und zwar bezieht sich Polygamie darauf, dass es eine Vielehe ist. Also man ist gleichzeitig mit mehreren Personen verheiratet. Das geht sowohl wie eine Frau hat mehrere Männer gleichzeitig, ist mit mehreren Männern gleichzeitig verheiratet oder eben ein Mann hat mehrere Frauen. Wenn ein Mann mehrere Frauen hat, nennt man das Polygynie. Andersrum hat die Frau mehrere Männer, dann ist es Polyandrie. Was noch wichtig zu erwähnen ist bei der Polygamie, ist, das ist nicht immer unbedingt auf Konsens basierend. Das heißt, die betreffenden Partner wissen eventuell nicht, wie viele andere Frauen, wie viele andere Männer gibt es noch, weil die Entscheidungen nicht immer auf Wissen aller beruhen. Dann komme ich jetzt zu Polyamorie. Das ist die Beziehungsform, wo wir beide uns jetzt im Moment befinden. Und das heißt eben, dass man gleichzeitig mehrere Liebesbeziehungen führt. Das ist alles basierend auf, oder man, im besten Fall ist das basierend darauf, dass jeder Bescheid weiß, es ist abgesprochen, das ist auf Gleichberechtigung basierend. Und ich möchte aber noch anmerken, dass Polyamorie mit der freien Liebe aus der 68er-Bewegung eigentlich für uns eher weniger zu tun hat, weil die freie Liebe damals eigentlich eher den Bezug darauf hatte, dass man sich sexuell mehr ausleben möchte. Bei uns ist unter Polyamorie eigentlich mehr zu verstehen, dass wir mehr Wert auf die Gefühle legen oder eben auch auf die Liebe, auf das respektvolle Miteinander. Und unter Polyamorie gibt es auch noch Polyfidelity, das ist eine Form von Polyamorie, in der man dann quasi eine geschlossene Gruppe ist. Das ist eine exklusive Gruppe, zum Beispiel sind jetzt 5, 6 Leute, die untereinander
emotional exklusiv und sexuell exklusiv sind. Das heißt aber auch, wenn einer der sechs Personen noch jemanden kennenlernt, den er gerne mit einbringen würde, dann entscheidet die komplette Gruppe gemeinsam, nehmen wir die Person noch auf oder nicht. Außerhalb dieser Gruppe finden dann aber keine sexuellen, emotionalen Aktivitäten. Das ist dann einfach eingeschränkt und außerhalb nichts. Martin wird jetzt gleich noch was zum Labeling sagen. Also im Prinzip gibt es noch, um die Begriffe noch weiter einzuführen, verschiedene Begriffe, zu denen wir auch noch ein bisschen was sagen wollten. Zum Beispiel ist immer die Frage so, wie bezeichnet man dann gerade so im Poly-Kontext irgendwie seine Partner? Es ist natürlich so klassisch Freund, Freundin. Wenn man dann mehrere hat, dann ja meine Freundin, dann ist sie so, na okay, dann Bekanntschaften, alter Kumpels oder Kumpelin. So, das ist ein bisschen schwierig. Dann gibt es natürlich Partner als einen üblichen Begriff. Auch von den verschiedenen aus dem Umfeld habe ich auch schon gehört, meine Lieben, finde ich eigentlich auch ganz nett. Oder meine Lieblingsmenschen. Aber im Prinzip ist das offen, da kann man sich ja was ausdenken, was man irgendwie benutzt. Wir haben jetzt nur so hier mal eine Liste von Ideen, die man haben kann. Auf ein Ding wollte ich aber noch so ein bisschen speziell eingehen, und zwar ist es der Begriff irgendwie meine Freundin oder mein Freund. Was wir an dem so ein bisschen problematisch finden, ist dieses Mein, das impliziert nämlich so ein bisschen, das gehört mir, wo ein Besitzdenken mit drin ist. Das finden wir problematisch, weil wir der Meinung sind, dass Menschen sich selber gehören und nicht anderen. Was man sich halt bewusst machen muss bei den ganzen Begriffen, wie man sie anwendet. Auch ein Begriff, den man immer wieder braucht, ist so, wie man den Partner des Partners nennt. Also die anderen Freunde von Vera, kann ich jetzt jedes Mal sagen, ja, der Freund von der andere Freund von Vera. Oder, umständlich. Ist so halt der von dir, der noch mit der verbandelt ist, und dann geht das so ewig weiter, dass es genau. Da gibt es zum Beispiel diesen Begriff des Metamor, den ich ganz nett finde, vor allem wenn ich dann über die Freundin von Veras Freund rede, könnte ich den Meta-Metamor sagen, was auch ganz gut ist. Oder es gibt aus dem Buch More Than Two noch den Begriff OSO, Other Significant Other. Was auch ganz gut ist, was wir festgestellt haben, vor allem um Verwirrung zu vermeiden, ist, dass man in den Umfeldern die Namen der Leute einfach benutzt, weil sonst wird es häufig dann so, ja, der und um die Ecke noch, und das hat sich dann so, die Namen relativ schnell einführen, funktioniert, macht das Ganze irgendwie verständlicher. Was häufig vor allem im Kontext von offenen Beziehungen oder vor allem bei offenen Beziehungen so ist, ist, dass man sagt, okay, es gibt eine primäre Beziehung, die man hat. Das ist die Beziehung, wo dann meistens bei offenen Beziehungen halt exklusiv ist, was die Gefühle angeht, und man hat Sex mit den anderen, im Polyumfeld gibt es das auch, und die anderen sind dann so sekundäre Beziehungen, oder man kann da vielleicht auch beliebige Hierarchiestufen einziehen. Ist was, was wir am Anfang von unserer Beziehung hatten, wir das auch, als wir die geöffnet hatten, und sind dann aber so davon weggegangen, weil wir diesen Hierarchiegedanken dabei eigentlich nie richtig schön fanden. Einen schönen Begriff, den wir da gefunden haben, beziehungsweise den wir von irgendwo her hatten, also der ist auch nur geklaut, ist der Begriff der Ankerbeziehung, den wir eigentlich ganz schön finden, weil wir das Bild sehr angenehm finden, weil man hat ein Anker ist was Stabiles, was man hat, das ist was, wo man sich verlassen kann, das ist ein Ort, das etwas, was an einem Ort festhält. Und das schadet ja auch nicht, wenn man wenn man mehrere Anker hat, dann ist man nur irgendwie besser an seinem Platz. Auch noch so ein Begriff, der häufig fällt, ist halt, ob es Vetorechte gibt in den Beziehungen. Zum Beispiel, dass man sagt, ja okay, wir haben jetzt eine offene Beziehung, irgendwie du kannst jetzt mit anderen was haben, aber nicht mit dem und dem. Oder man sagt explizit, ja okay, du darfst jetzt nicht mit anderen was haben, aber wenn du mir vorher sagst, wer, und dann gebe ich dir ein Okay dafür. Also da kann man so verschiedene Konzepte fahren. Das ist jetzt auch vor allem im offenen Beziehungskontext, ist aber auch bei Polys üblich. Nachdem wir jetzt irgendwie so diverse Begriffe, die es gibt, eingeführt haben, wollen wir jetzt so ein paar Themenblöcke ein bisschen tiefer reingehen, die wir eigentlich ganz wichtig finden. Ein vor allem auch schambelastetes Label, was wir aber trotzdem wichtig fanden zu erwähnen, ist, wenn man mit mehreren Leuten Sex hat, ist, über STDs sollte man reden. Und da übernehme ich jetzt wieder.
Ich wollte eigentlich nur, also uns ist das Thema einfach extrem wichtig, weil es natürlich klar ist, wenn man wechselnde Sexpartner hat, dann ist auch ein erhöhtes Risiko, dass man sich anstecken kann. Und ich möchte eigentlich nur die am häufigsten vorkommenden Krankheiten erwähnen und die Symptome nennen, wie man sich am besten schützen kann. Und zwar fange ich an mit Chlamydien, weil Chlamydien, davon gibt es ungefähr 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Das Problem bei Chlamydien ist, dass die Symptome oft nicht vorhanden sind. Wenn dann welche vorhanden sind, dann hat man meistens Jucken im Intimbereich oder trüben Urinausfluss, Zwischenblutungen. Ich weiß, das ist alles ein sehr schönes Thema. Die Langzeitfolgen davon sind aber, wenn man das nicht behandeln lässt, das zu Unfruchtbarkeit führen kann, sowohl wie bei der Frau als auch beim Mann. Deswegen finde ich ganz wichtig, Chlamydien sollte man regelmäßig testen lassen, auf jeden Fall, weil sie eben auch oft symptomlos sind. Die nächste Krankheit, zu der ich komme, sind die humanen Papillomviren, von denen es in Deutschland auch um die 80.000 Neuerkrankungen gibt. Die Symptome ist eben auch wieder oft symptomlos. Wenn Symptome auftreten, dann hat man Papeln oder Feigwarzen im Genitalbereich. Die Langzeitfolgen sind dann ein erhöhtes Krebsrisiko, zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, Prostatakrebs bei Männern. Und da wieder auch auf jeden Fall regelmäßig testen lassen, weil es eben oft symptomlos ist. Die nächste Krankheit ist Genitalherpes, weil es davon eben auch um die 80.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland gibt. Die Symptome, wenn es dann ausbricht, weil auch gerade bei Genitalherpes kann sein, dass die Krankheit lange schlummert, bis sie dann wirklich mal ausbricht. Wenn sie ausbricht, dann hat man eben juckende Schmerzenbläschen, Entschuldigung, und Fiebergelenkschmerzen, Lymphknotenschwellungen. Und die Langzeitfolgen davon können sein, dass sich die Bläschen weiter ausbreiten oder bis zur Hirnhautentzündung, Leberentzündung, Lungenentzündung. Und Gonorrhoe oder Tripa, von denen es in Deutschland auch um die 15.000 Neuerkrankungen pro Jahr gibt. Das ist auch, verläuft leider auch oft symptomlos. Ansonsten eventuell Brennen beim Wasserlassen, Ausfluss oder Gelenkschmerzen, Fieber. Langzeitfolgen, Unfruchtbarkeit sowohl wieder wie beim Mann als auch bei der Frau. Und da eben auch auf jeden Fall regelmäßig testen lassen, weil man das oftmals nicht merkt. Als letztes dann natürlich noch das humane Immundefizienzvirus, bei dem es in Deutschland zum Glück nur noch wenig Neuerkrankungen pro Jahr gibt, also 3000. Und Symptome ist da eben nur, also es ist natürlich auch eine schwierige Krankheit, weil sie eben auch lange symptomlos sein kann. Das heißt natürlich auch, also allgemein bei den ganzen Krankheiten, die ich gerade genannt habe, nachdem sie eben symptomlos sind oftmals und man das eventuell gar nicht weiß und ein ungeschützt Sex hat und das einfach immer weiter überträgt, bis das dann tatsächlich mal ausbricht, das kann natürlich, das ist natürlich nicht schön, deswegen immer regelmäßig testen lassen, bitte Leute. Genau, die Symptome bei HIV können eben sein, dann geschwollene Lymphknoten, Fieber, Hautausschlag oder Grippesymptome. Und dann eben, wenn man es nicht behandelt, Tod dann durch weitere Virenerkrankungen, Tumore oder Organinfekte. Jetzt, wie ich schon gesagt habe, die ganze Zeit testen lassen, ist jetzt die Frage, wo sollte man sich denn testen lassen? Und es gibt verschiedene Orte, wo man sich testen lassen kann. Das ist zum einen mal die Gesundheitsämter, die das anbieten, die Tests auf Geschlechtskrankheiten anbieten, natürlich die Aufklärungszentren, sowas wie zum Beispiel die AIDS-Hilfe und Frauenärzte und Urologen. Was ich anmerken möchte, ist, dass die Tests auf Geschlechtskrankheiten bei Ämtern und Zentren oftmals günstiger sind als bei Ärzten, weil die Ärzte haben einen festgesetzten Satz, den sie verlangen für die Untersuchung, wenn es jetzt keinen direkten Verdacht gibt. Die Gesundheitsämter und Aufklärungszentren haben aber meist gute Preise oder machen das eventuell sogar kostenlos. Jetzt noch die Frage, wie oft sollte man sich denn testen lassen? Ich bin der Meinung, man sollte um halbjährlich bis jährlich einmal die Standardtests durchgehen und natürlich immer, wenn man einen Partnerwechsel hat, das ist natürlich auch wichtig bei einer monogamen Beziehung, wenn man jetzt einen Partnerwechsel hat, am besten vorher testen lassen. Und sobald man Verdacht hat, irgendwie erkrankt zu sein, dann sowieso auf jeden Fall testen lassen. Weil wir jetzt gerade schon mit den STDs angefangen haben, die ja eigentlich schon eine gute Kommunikation voraussetzen, dass man das ansprechen kann in der Beziehung, gebe ich gerade wieder an Martin weiter, weil jetzt kommt das Thema offene Kommunikation. Genau, also ein Problem ist ja in vielen Beziehungen, also wenn man es auch so nochmal irgendwie anguckt, ein bisschen in die Realität raus, ist ja irgendwie auch in dem gesellschaftlichen Default der monogamen Beziehung ist es ja so, dass häufig irgendwie Leute mal fremdgehen. Und wenn fremdgegangen wird, ist es man holt sich irgendwas, dann kann man ja nachher nicht unbedingt zu seinem Partner gehen und sagen so, du, ich bin da so in gestolpert in der Ecke, wo irgendwie ein Junkie vorher seine Spritzen verteilt hat, willst du dich mal auf AIDS testen lassen? Klingt jetzt nicht so realistisch. Deswegen ist es, glaube ich, generell irgendwie wichtig in Beziehungen, dass man eine offene Kommunikation pflegt. Was meinen wir denn damit?
Der wichtigste Punkt dabei ist immer Ehrlichkeit generell. Ist jetzt irgendwie einfach zu sagen, weil, naja, bis jetzt wird jetzt wahrscheinlich jeder in seiner Beziehung sagen, ja, ich bin irgendwie immer ehrlich zu dir. Ich denke, der Knackpunkt dabei ist, eben auch ehrlich zu sein, wenn die Aussagen oder die Sachen, die man sagt, eben nicht so angenehm zu sind. Also zum Beispiel in einer Beziehung, wenn sich die Gefühle für den Partner ändern und man ist jetzt irgendwie nicht mehr so, dass man sagt, oh, ich bin total verliebt für dich, sondern irgendwie, ich finde dich zwar immer noch total irgendwie dufte, aber eigentlich eher vielleicht als Freund und nicht mehr als Sexualpartner, ist es halt besser, das zu erwähnen, wenn sich die Sachen ändern, als dann irgendwie das irgendwie sagen, ja gut, das legt sich vielleicht wieder und dann nach einem halben Jahr feststellt, okay, es hat sich jetzt A, war das halbe Jahr verschenkt und B, hat sich das jetzt so weit auseinanderentwickelt, dass ich eigentlich die Beziehung beenden will. So ist zum Beispiel jetzt bei zwei Freunden von uns in diesem Jahr schon passiert, dass sie spontan von ihren Partnern getrennt wurden, aus heiterem Himmel für die, weil vorher einfach keine Kommunikation da war, überwiesen die Gefühle. Und das ist natürlich schwierig, vor allem wenn dann nachher auch nicht klar ist, warum ist es jetzt überhaupt vorbei, weil das halt vieles auch nicht kommuniziert wurde. Der zweite wichtige Punkt ist, neben Ehrlichkeit, was das durchaus auch so ein bisschen einschließt, ist 100% alles erzählen. Also wir sind der Meinung, dass das sehr sinnvoll ist, also so viel wie möglich ist. Genau, da ist eine Fußnote dran. Man kann natürlich auch sagen, auch in offenen Beziehungskontext oder sowas, dass man Sachen explizit ausmacht, die man nicht erzählt. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir machen jetzt noch eine Beziehung, wir dürfen Sex mit anderen haben, aber ich will davon nichts wissen. So diese Don't Ask, Don't Tell Beziehung, die es natürlich, die es auch gibt. Was dabei immer so ein bisschen problematisch ist in solchen Kontexten, zum Beispiel gerade wenn man zu sexuell übertragbaren Krankheiten kommt, dann muss man es vielleicht doch erwähnen. Es ist natürlich auch immer schwierig, was abgesprochen wurde. Deswegen sollte man das unbedingt relativ ziemlich exakt machen, wo die Grenzen sind, was man erzählt und was man nicht erzählt, dass dann nachher nicht heißt, ja, aber du hast mir das noch nicht erzählt, beziehungsweise andererseits irgendwie die Leute kommen und irgendwie dann Dinge doch verschweigen. Deswegen macht das durchaus Sinn, auch vielleicht das irgendwie aufzuschreiben. Okay, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen irgendwie relativ offen, also relativ basic irgendwie erzählt, was auch eine Kommunikation ist. Da war jetzt auch nichts Überraschendes wahrscheinlich dabei. Die Frage ist so ein bisschen, ja, wie macht man das? Und was ich so bei uns ein bisschen etabliert habe als Modus, ist klärende Gespräche. Ist jetzt wahrscheinlich auch irgendwie kein Brüller. Aber wir haben da das Ganze so ein bisschen den Rahmen verpasst und so ein paar Best Practices gesammelt. Im Prinzip meinen wir mit diesen klärenden Gesprächen, die wir immer wieder haben, ein definiertes Gespräch, um offene Kommunikation zu haben. Und was wir dabei machen, ist eben das so ein bisschen zu trennen. Einerseits zu sagen, okay, wir wollen diese Gespräche haben, wir wollen möglichst offen kommunizieren und wir definieren einen Rahmen dafür, wie wir und wann wir das tun. Das hat sich bei uns auch eher entwickelt und wir haben da jetzt auch keine expliziten Regeln. Und wir haben auch keinen festen Tag zum Beispiel, wo wir immer sagen, so ja, einmal die Woche an dem und dem Tag, einmal die Woche donnerstags, dann haben wir wieder eine Stunde, zwei Stunden klärendes Gespräch, sondern also es hat sich eigentlich eingespielt, dass es bei uns so einmal die Woche ist, aber halt wir haben keinen festen Tag, wir schauen dann immer, wie es gerade passt. Weil ich halt auch in Köln wohne und er in Karlsruhe, dann muss man halt schauen, ob man genug Zeit hat zum Telefonieren. Genau, aber man könnte sich so überlegen, also bei uns ist es halt so, dass wir einen festen Modus haben, wie das bei uns gut funktioniert. Aber ich glaube, dass es vor allem am Beginn irgendwie sinnvoll ist, eben zu sagen, man definiert vielleicht doch irgendwie ein bestimmtes Set. Zum Beispiel, dass man eben sagt, nicht aus einem akuten Streit raus, was wir zum Beispiel auch meistens nicht machen. Dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt generell über die Beziehung reden, wenn wir uns gerade irgendwie darüber gezofft haben, dass ich schon wieder meine Klamotten im Wohnzimmer liegen lassen. Oder man überlegt sich zum Beispiel zu festen, regelmäßigen Terminen das zu machen, dass man dann einen Rhythmus reinkriegt. Was Vera auch schon gerade gesagt hatte, ist so ein bisschen, was wäre so ein sinnvoller Rhythmus für so regelmäßige Termine? Und da ist bei uns zum Beispiel etwa wöchentlich so ein Rhythmus, wo wir irgendwie mal drüber reden. Ist jetzt wahrscheinlich, klingt jetzt irgendwie für viele, die jetzt noch nicht so eine offene Kommunikation pflegen, nach viel. Wir finden es aber, dass es durchaus irgendwie sinnvoll ist, weil sich halt doch immer ein bisschen wieder was bewegt, was ändert, irgendwie neue Beziehungen dazukommen, sich andere Beziehungen verändern, dass man da einfach dran bleibt.
Ist natürlich auch generell bei irgendwelchen Gesprächen, die kompliziert werden können, ist es sinnvoll, wenn man vorher was isst, wann ist man nicht so streitsüchtig und vielleicht sollte man auch ausgeschlafen sein und irgendwie nicht total gestresst und so. Was wir auch so ein bisschen dabei haben, ist, dass wir gucken, dass wir in diesen Gesprächen so ein bestimmtes Mindset haben. Unter anderem halt so Basics wie irgendwie ruhig bleiben und ausreden lassen. Aber auch zu sagen, okay, wir sind nicht irgendwie perfekt, wir sind jetzt keine Maschinen, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe schon wieder die Klamotten im Wohnzimmer liegen lassen, Vera hat mir das schon dreimal gesagt, dass sie das doof findet, aber okay, ich probiere mich irgendwie zu bessern, aber es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie sagen kann, okay, ich mache das ab sofort und wenn ich das nächste Mal mache, ist es total schlimm, sondern man arbeitet da halt an sich und man ist halt auch nicht perfekt. Was auch total wichtig ist, ist zu sagen, man macht das Ganze bedürfnisorientiert. Also man probiert rauszufinden, was sind eigentlich diese Bedürfnisse, die hinter irgendwelchen Problemen stehen. Meistens ist es ja nicht so, dass Vera das stört, dass jetzt die Klamotten im Wohnzimmer liegen, sondern sie will halt eine saubere Wohnung haben, weil sie sich dann wohler fühlt. Und da ist eben gewaltfreie Kommunikation, GFK, ein Modus. Muss man jetzt nicht unbedingt in der Form praktizieren, wie es machen, aber generell ist das irgendwie ein ganz guter Ansatz. Vor allem, weil das sehr hilfreich ist, wenn man dann einen Konsens sucht, wenn sich verschiedene Interessen gegenläufig sind. Oder man merkt, okay, da gibt es Sachen, die gegenläufig sind und wenn man dann auf die Bedürfnisse runtergeht, stellt man dann doch häufig fest, dass es eben nicht gegenläufige Bedürfnisse sind, sondern einfach nur, das im ersten Blick so aussah, aber es eigentlich gar nicht so ist. Ein anderer interessanter Punkt ist natürlich auch so, ja, wenn man jetzt irgendwie eine neue Beziehung hat, wie führt man denn so eine offene Kommunikation ein? Wann fängt man zu klärenden Gesprächen an? Und ein Wert, der sich so ein bisschen aus unseren Erfahrungswerten ergeben hat, ist so nach 3-4 Dates, beziehungsweise wenn absehbar ist, dass sich aus der Beziehung irgendwas gibt. Was, glaube ich, generell so eine Regel ist, dass sowas Sinn macht, einfach immer, wenn sich eine Beziehung ändert, also unabhängig davon jetzt, ob das eine neue Beziehung ist oder schon eine existierende, macht das Sinn, einfach so mal drüber zu reden, okay, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie beruflich, verändere ich mich, ich muss jetzt pendeln oder so, was macht das irgendwie aus unserer Beziehung, wie ändert sich die dadurch? Ein anderer interessanter Punkt ist jetzt ein Einstieg bei bestehenden Beziehungen. Wie schafft man es von Beziehungen, in denen jetzt man nicht so eine offene Kommunikation hatte? Ich hatte auch verschiedene Gespräche mit Bekannten darüber, wie man das schafft, in seiner Beziehung zu etablieren. Wir selber hatten jetzt nicht das Problem, deswegen können wir da nicht so große Erfahrungswerte zurückgreifen, weil wir schon von relativ Anfang an sehr offen kommuniziert haben. Aber wir haben probiert, irgendwie so ein paar Best Practices auch dazu zu sammeln. Das eine ist eben zu sagen, in einem Gespräch hatte ich zum Beispiel die Situation, dass die Person gemeint hat, ja, wenn ich jetzt anfange, irgendwie mit meinem Partner darüber zu reden, ich würde gerne mal über unsere Beziehung reden, dann hätte der sofort das Mindset, die will über unsere Beziehung reden, ich glaube, unsere Beziehung ist kaputt. Und es so kurz vor Schluss machen, so, und dann wäre sofort so eine Panikstimmung, was es total schwierig macht, dann sinnvoll irgendwie über den Inhalt zu reden. Deswegen vielleicht erstmal irgendwie probieren zu klären, dass man, sagen wir mal, man eher so mit so einem Mindset rangeht, so, okay, ich finde unsere Beziehung total gut, aber die geht bestimmt noch besser, wie können wir dran arbeiten, wollen wir da nicht irgendwie vorwärts kommen? Man sollte das auch langsam etablieren, vielleicht nicht unbedingt dann gleich im ersten Gespräch mit der Tür ins Haus fallen und zu sagen, schön, dass wir jetzt irgendwie miteinander reden. Ich habe da so eine Kollegin, die finde ich total süß, ich würde gerne unsere Beziehung öffnen. Ist vielleicht in einer monogamen Beziehung irgendwie nicht das Beste, wenn man direkt mit der so anfängt. Vielleicht erstmal irgendwie so die Nicklichkeiten, die es gibt, irgendwie klären und wenn man dann so langsam eine Ebene hat, das weiterzumachen. Eine andere Idee, keine Ahnung, wie sinnvoll es ist, aber wenn man zum Beispiel im Umfeld von irgendwelchen Aktivistengruppen oder irgendwie sowas oder an der Firma GFK-Seminare hat, ist das durchaus auch ein Einstieg, wo man sagen, okay, ich habe da irgendwie mal was irgendwie in irgendeinem Kontext mitbekommen, das klang eigentlich ganz spannend, wollen wir das einfach mal so ein bisschen üben. Gibt es sicherlich noch viele weitere Ideen und Vorschläge, auch sicherlich irgendwie Leute hier vielleicht im Publikum, die noch mehr Tipps haben, deswegen ist so eine der Ideen, es gibt ja auch nachher noch diesen Pooly-Workshop, was so mehr oder weniger der Stammtisch von Karlsruhe ist, der trifft sich laut Fahrplan im Workshop-Raum. Wir werden aber wahrscheinlich eher rausgehen, weil das Wetter ist schön.
Und draußen wird sich dann irgendwo auf der Wiese eine Gruppe finden. Wir holen auch die Leute nochmal am Workshop ab. Wir sind da auch auf jeden Fall da. Können uns so ein bisschen, dann wird sich wahrscheinlich irgendwie eine große Sitzgruppe irgendwie bilden. Und da gibt es dann sicherlich auch Leute, wo irgendwie mehr dazu sagen könnten, wie man das irgendwie bei bestehenden Beziehungen irgendwie so eine offene Kommunikation einführt. Als nächstes haben wir noch ein bisschen Literaturtipps. Ja, genau. Also für jeden, den das Thema interessiert, ich habe jetzt, das ist nur eine ganz kurze Literaturliste, das sind drei Bücher, die ich selber gelesen habe, / die ich noch lese. Ich habe das eine noch nicht fertig gelesen. Und zwar wollte ich zum allerersten Mal das More Than Two erwähnen. Das habe ich jetzt erst angefangen, da bin ich leider noch nicht so weit. Ich finde das aber schon ziemlich gut, das wurde mir von Freunden empfohlen. Und ich finde das eigentlich ein schönes Einsteigerbuch, weil es ist auch relativ dick, nicht erschrecken, aber es erklärt viele Begriffe und es erklärt viele Situationen und hat eigentlich nach jedem Kapitel nochmal, das finde ich ganz schön, nochmal das Thema, wo sie sagen, hier Fragen, über die du nachdenken könntest. Also listen sie zu dem Thema nochmal ein paar Fragen auf, die einem vielleicht im Mindset so ein bisschen in die richtige Richtung lenken, wo man nochmal drüber nachdenken sollte, bevor man vielleicht mit seinem Partner spricht oder Dinge, über die man sich selbst Gedanken machen sollte. Fand ich eigentlich ganz schön. Dann ist natürlich in meiner Literaturliste auch noch die Polybibel, die Ethical Slut natürlich. Das würde ich als richtig schönes Self-Help-Book bezeichnen. Das ist ein How-To, finde ich, für Menschen, die da irgendwie schon so ein bisschen in die Poly-Richtung eingestiegen sind. Und das ist, wenn man jetzt irgendwie aktuell gerade irgendwie Probleme hat, man hat jetzt dieses und jenes Problem, dann nimmt man sich das Buch zur Hand und die haben viele Fälle beschrieben mit Problemen und eventuellen Lösungen. Das heißt, man kann sich da so ein bisschen lang hangeln, wenn man gerade keine Ahnung hat, wie man damit umgehen soll oder eventuell überfordert ist. Also zum Beispiel, man hat jetzt die Situation, man ist in irgendwie in Polybeziehungen und auf einmal sind da plötzlich Kinder. Wie handelt man das in Polybeziehungen? Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel zu, das ist eher so ein, wie so ein Linux-Handbuch für Beziehungen, für Polybeziehungen. Und als letztes möchte ich noch das Lob der offenen Beziehungen nennen von Oliver Schott. Das war das allererste Buch, das ich gelesen habe zu dem Thema offene Beziehungen, Polybeziehungen. Und das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, vor allem auch einfach, weil das sehr dünn ist. Das sind knapp ein bisschen mehr als 100 Seiten. Das ist auch ganz klein. Wir haben es auch schon ein paar Mal verschenkt. Ich finde das gut, weil es so einen philosophischen Ansatz hat. Es ist recht reflektiert. Also die Wahrnehmung allgemein, das stellt eben die gesellschaftliche Wahrnehmung oder reflektiert die gesellschaftliche Wahrnehmung, weil man jetzt ja sagt, wir sind heute in der Gesellschaft und wir sind so reflektiert und wir haben so ein selbstbestimmtes Leben und diese Selbstbestimmtheit und die Gestaltung des eigenen Lebens, die geht eben auch in die Beziehungen über und stellt aber natürlich so ein bisschen in Frage, weil eben gesellschaftlich die Monogamie noch am meisten vertreten ist, ob wir denn dann wirklich so frei sind, wie man sich das so denkt. Das fand ich einen sehr schönen Ansatz. Und Martin macht jetzt weiter. Genau, und das ist auch schon so unser letzter Blog, den wir haben, ist das Thema Relationship Anarchie im Englischen. Also es kommt aus dem skandinavischen Raum, auf Deutsch Beziehungsanarchie. Das finden wir, das Thema, ziemlich wichtig, weil dieses Konzept doch sehr hilfreich ist beim Betrachten, wie Beziehungen funktionieren. Wenn man jetzt den Begriff Anarchie hört, denkt man sich im ersten Moment, ja, okay, gibt es da keine Regeln? Stellen wir jetzt mal in Frage. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass der Begriff Anarchie in Deutschland oder generell in der westlichen Gesellschaft oder in vielen Gesellschaften sehr geframed ist in die Richtung, ja, Anarchie bedeutet Chaos, Tod, Verderben, Weltuntergang. Und das ist aber mit diesem Begriff überhaupt nicht gemeint. Dieser Begriff Anarchie kommt eigentlich aus einem ganz anderen Kontext und wird von Leuten, die sich selbst als Anarchisten bezeichnen, auch anders wahrgenommen und gelebt. Im Prinzip bedeutet Anarchie eine Herrschaftsfreiheit und dass es keine vorgegebenen Strukturen gibt, in denen man irgendwie sich halten muss und keine Systeme, von denen man eingeschränkt wird, sondern dass man eben Freiheit hat und sich regeln und seine Strukturen selber geben kann. Was bedeutet das jetzt für Beziehungen? Im Prinzip genau das Gleiche, eben dass man diese ganzen Regeln und Strukturen, die es bei Beziehungen gibt, hinterfragt und sagt, okay, es gibt jetzt irgendwie, man ist jetzt zusammen, man ist nicht zusammen, man ist eine Liebesbeziehung, man ist eine Freundschaft, dass diese ganzen vorgegebenen Strukturen, dass die in Frage gestellt werden. Und der Grundsatz dabei ist eigentlich immer zu sagen, keine Beziehung ist wie eine andere. Jede ist irgendwie einzigartig und
Und deswegen braucht jede Beziehung auch ihre eigenen Regeln und nicht, man nimmt da irgendwie so einen Topf und sagt, okay, das ist jetzt eine Liebesbeziehung, zack, die muss so funktionieren. Oder das ist jetzt eine Freundschaft, die muss so funktionieren. Oder das ist jetzt eine Affäre, die muss so funktionieren. Sondern man sagt bei jeder Beziehung, wir gucken mal, was denn irgendwie die Bedürfnisse und die Wünsche der jeweiligen Personen sind und sucht sich da die passenden Regeln zusammen. Im Prinzip ist es auch vollkommen klar, wo das herkommt und warum das sinnvoll ist. Jeder Mensch ist anders. Ich denke, da ist jeder im Publikum hier irgendwie vollkommen d'accord, dass wir irgendwie jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch anders funktioniert. Und wenn man sich jetzt anguckt, was Beziehungen sind, dann ist es ja die Verbindung zwischen zwei Menschen. Und wenn man jetzt zwei einzigartige Menschen hat und die miteinander verbinden, dann ist die Verbindung dazwischen natürlich auch was Einzigartiges und nichts, wo man sagen kann, okay, die muss jetzt genau durch diese Röhre passen, wo man sagt, das ist eine monogame Beziehung oder das ist eine Polybeziehung, die genau so funktionieren hat. Oder das ist irgendeine andere Form von Beziehung, die irgendwelchen festen Regeln läuft. Und das ist eigentlich im Prinzip die Kernaussage von diesem Relationship-Anarchie-Konzept. Die Folge davon ist, dass man bei jeder Beziehung individuell aushandeln muss, wie denn die Regeln in dieser Beziehung sind. Im Prinzip ist es ja total einfach mit diesem Zettel, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, ja, nein, vielleicht, und dann ist man zusammen, dann muss man irgendwie nicht weiter drüber reden, weil dann ist ja irgendwie klar, was gemeint ist. Ist zumindest in manchen Beziehungen so. Aber das ist eigentlich nicht das, was unserer Meinung nach sinnvoll ist, sondern man sollte irgendwie in Beziehungen immer gucken, was ist irgendwie die Wünsche jeweils und wie geht man drauf ein, was sind die Regeln, die man haben will, wie passt das auch in andere Beziehungen, die es gibt. Und dabei unterscheidet man auch nicht unbedingt zwischen Freundschaft und Liebe. Zum Beispiel ist es ja auch so, wenn man jetzt irgendwie einen guten Freund hat, mit dem man irgendwie ständig unterwegs ist und mit dem viel Zeit verbringt, kann das natürlich auch ein Problem für eine Liebesbeziehung sein, wenn man dann sagt, du bist ständig mit dem unterwegs, aber eigentlich will ich mit dir Zeit verbringen. Das kann ja genauso auch Konflikte in den Bereichen geben. Und nicht nur, indem man sagt, das sind irgendwie Poly- oder mehrere Liebesbeziehungen. Und auch bei Freundschaften ist es ja so, dass sie durchaus gepflegt werden müssen. Und auch dort ist es so, dass irgendwie die verschiedenen Personen, die in den Beziehungen sind, auch Bedürfnisse und Wünsche haben an die Sachen. Und es ist ja auch häufig so, dass gute Freundschaften tiefer gehen als viele von den Liebesbeziehungen, die man hat. Ganz gut kann man das auch darstellen an dem Aspekt irgendwie Autonomie versus Verbindungstiefe. Also zum Beispiel ist es bei uns so, dass wir doch sehr darauf bedacht sind, eher tiefe Beziehungen zu Menschen haben, die wir auch lange haben wollen und tief haben wollen. Aber trotzdem legen wir beide Wert darauf, dass wir die eigenen Entscheidungen noch treffen. Genau, dass wir eigene Entscheidungen treffen, dass wir irgendwie selbstständige, autonome Wesen weiter bleiben und wir trotzdem aber dann mit freier Entscheidung sagen, okay, wir gehen aber jetzt trotzdem irgendwie agreeen, dass wir irgendwie die Verbindlichkeiten eingehen. Und das finden wir eigentlich ziemlich wichtig. Also das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt die Meinung des Partners komplett ignorieren. Also wir tauschen uns natürlich schon aus, aber wir entscheiden halt immer noch selbst. Das wollte ich nur kurz anmerken. Genau, im Prinzip gibt es einen Nachteil noch dabei, und zwar der Zeitaufwand. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt in den ganzen Beziehungen irgendwie das aushandelt, kostet das natürlich viel Zeit. Und vor allem, wenn man mehrere Beziehungen hat, ist das natürlich auch recht aufwendig. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die Beziehung ist mir wichtig, ich will in die investieren, finde ich, ist das irgendwie ein ganz guter Kompromiss, was man an der Stelle macht, dass man sagt, okay, man investiert die Zeit, weil einem die Beziehung wichtig ist. In Beziehungen, wo einem nicht so wichtig sind, investiert man wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Und das ist ja dann auch okay. Im Prinzip haben wir jetzt zum Abschluss nochmal so zwei Fragestellungen, wo wir unsere Meinung noch dazu sagen wollten. Zum Beispiel, ist Poly was für alle Menschen? Und sind wir nicht der Meinung, nein. Genau, bei der Antwort werden jetzt irgendwie, gibt es sicherlich auch viele, also Poly im Sinne von Polyamorie. Wir sind zum Beispiel auch der Meinung, dass Polyamorie jetzt nicht das Allerheilmittel für jede Beziehungsform ist. Also das muss immer jeder selbst für sich rausfinden, was er findet, was am besten passt. Genau, es gibt bestimmt auch ein paar Polys, die das anders sehen. Also unserer Meinung nach ist es aber nicht so. Wir vertreten da eher so die Meinung, dass es so ein Spektrum ist, auf dem sich Menschen bewegen. Also es gibt irgendwie bestimmt auch irgendwie polyamore Personen, die stockpoly sind und für die das einzig Wahre ist. Und genauso gibt es auch bestimmt Menschen, die irgendwie stockmono sind und die sich gar nichts anderes vorstellen. Aber
unserer Erfahrung nach auch mit vielen Gesprächen mit Leuten ist eher so, dass die Menschen irgendwo auf einem Spektrum einzuordnen sind zwischen diesen beiden Extremen. Und das ist, wenn man sich irgendwie nochmal anguckt, was so der gesellschaftliche Default ist. Die meisten haben irgendwelche monogamen Beziehungen, haben mal irgendwie diesen Zettel ausgefüllt und dann ist irgendwie klar, wie die Beziehung funktioniert. Dass dann irgendwie fremdgegangen wird und die Beziehung nicht funktionieren, finde ich jetzt nicht so überraschend. Im Gegensatz dazu, an ja das Kapitel auch gerade nochmal zur Beziehungsanarchie, ist die Frage, ob das für alle Menschen was ist. Und da haben wir eine andere Meinung, nämlich das sehen wir durchaus, dass es für alle Menschen irgendwie was sein könnte, wenn sie tiefe, ernsthafte Beziehungen führen, in die sie auch was investieren wollen. Ist wahrscheinlich auch nicht jeder der Meinung, aber ist so unsere. Im Prinzip war es das auch schon. Ich wollte noch gerade kurz anmerken, wir sind mega schnell durchgerast, weil das Problem ist, wir sind das vorhin einmal durchgegangen und wir haben total überzogen. Deswegen haben wir jetzt am Anfang auch so mega schnell durch die Folien durchgehauen und jetzt dann irgendwie so nach 30 Minuten habe ich gemerkt, so, oh, wir sind gerade echt schnell. Also wir haben das jetzt gut schnell durchgezogen. Möchte mich ein bisschen entschuldigen, wenn das für manche jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell war. Genau, bei Fragen haben wir gedacht, es gibt ja nachher noch den Workshop, wo wir auch sind und da kann man dann auch irgendwie die ganzen Fragen nochmal klären. Gefühlt macht so private Sachen, wie irgendwie Beziehungen funktionieren, macht unserer Meinung nach einfach mehr Sinn, wenn man das in kleinen Runden bespricht, als dass man jetzt hier vor dem ganzen Saal seine irgendwie privaten Beziehungen irgendwie darlegt. Deswegen, dass sowieso heute zufällig irgendwie zu Stammtischen wollen wir mal kurz was sagen. Es gibt eigentlich in fast jeder Stadt irgendwie oder in großen Stadt irgendwie Poli-Stammtische, wenn man sich irgendwie zu den Themen irgendwie weiter interessieren möchte. Hier in Karlsruhe gibt es zweimal im Monat einen, in Frankfurt gibt es einen, in Köln gibt es zwei. Gibt es auch zwei. In Stuttgart gibt es, glaube ich, auch zwei. Und da kann man sich dann auch weiter zu den Themenkomplexen austauschen. Zufällig ist es sogar so, dass der eine Karlsruher Stammtisch irgendwie auf den heutigen Tag fällt und der wurde spontan dann hierher verlegt und findet irgendwie nachher, wie gesagt, irgendwie draußen auf der Wiese statt. Und da kann man dann irgendwie die ganzen Fragen ausführlich erörtern. Das ist dann... Wollen wir noch Fragen machen? So eine generelle, es ist ja nicht in die Tiefe gehen, Fragerunde machen, das ja klar. Nicht alle wollen. Gerne. Ja. Ja, also wir haben noch etwas über eine Viertelstunde Zeit und vielleicht gibt es hier einfach Fragen, die eher genereller Natur sind und jetzt nicht so, ja, in meiner Beziehung ist das so und so. Und nicht alle wollen vielleicht auf die Wiese nachher zum Stammtisch gehen und dass wir jetzt einfach eine gute Viertelstunde Q&A machen. Ich glaube, du warst zuerst. Ja, erstmal vielen Dank. War eine sehr interessante Sache. Wie geht ihr mit Partnern oder potenziellen Partnern um? Wie erklärt ihr denen die Situation? Wie nehmt ihr denen die Angst? Also meinst du es bei neuen Beziehungen, wenn wir jetzt neue Personen kennenlernen? Also wir gehen da, glaube ich, beide sehr offen mit um. Das heißt, wenn wir neue Leute kennenlernen, dann lassen wir dir das eigentlich schon recht schnell wissen, wo sie stehen. Das heißt, wir sagen eigentlich immer schon recht schnell, ich merke irgendwie, dass das beidseitig basierend hier das Interesse und auch gerne ausbaufähig. Ich bin da gerne bereit, mehr zu investieren, aber dir muss bewusst sein, dass ich nicht exklusiv zu haben bin, dass ich nebenbei noch weitere Personen habe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das den Personen, die ich neu kennengelernt habe, dann auch gleich so erklärt habe, dass das eigentlich nicht negativ aufgenommen wurde, sondern vielleicht erstmal nur so, da muss ich jetzt mal ein bisschen dran knuspern, da muss ich ein bisschen schlucken, ein bisschen verarbeiten. Aber die meisten haben das eher positiv aufgenommen und gesagt, finde ich gut, dass du so ehrlich bist und dass du das gleich sagst. Das heißt, ich weiß gleich, wo ich bin und dann können sie natürlich selbst entscheiden, ob sie sich darauf einlassen oder nicht. Also im Prinzip ist es ja auch wenig sinnvoll, die Informationen irgendwie zu und die Informationen nicht sofort weiterzugeben, weil klar kann man dann irgendwie sich irgendwie auf die Gefühle einlassen und baut sich was auf und dann muss man es ja doch erzählen und dann platzt irgendwie die Anführungsstriche in die Bombe. Deswegen ist es eigentlich so, dass wir das eigentlich im recht offensiv kommunizieren. Und natürlich ist es dann so, dass dann auch potenzielle irgendwie Partner oder Leute, mit denen man sich vorher total super unterhalten hat, irgendwie danach eher abweisend sind und irgendwie das Thema durch ist. Aber dann ist es halt so. Ist ja nicht so, dass es immer irgendwie funktioniert. Hat das schon alles beantwortet bei dir? Also ich könnte dazu auch noch was nachlegen. Also die Diskussionen auf dem Kongress, die wir geführt haben in die Richtung, waren relativ spezifisch. Wie sage ich es? Sage ich einfach, hallo, ich bin Polyamor und derjenige versteht gar nichts mehr? Habe ich versucht, war nicht gut. Die andere Geschichte ich auch ist, nicht machen. Man versucht alles. Ne? Das hat man Nerd auf der anderen Seite, man versucht es.
Dann die andere Geschichte ist, wie erzähle ich es denn tatsächlich? Erzähle ich meine Geschichte? Das hat am besten funktioniert für mich. Weil tatsächlich ist natürlich die Frage, wie viel Zeit investierst du? Wenn du investierst, kannst du die Geschichte erzählen. Jetzt hatte ich dann den vor mir, der mir sagte, wie mache ich das in der Disco? Dann habe ich gesagt, am besten gar nicht, weil da hast du keinen Erfolg mit, weil bei lauten Geräuschen deine Geschichte zu erzählen, wie du Beziehungen siehst, funktioniert nicht. So, das war mein Input. Ich wollte erstmal euch danken für den wunderbaren Vortrag. Dankeschön. Ich fand es gut, wie ihr Beziehungsanarchie ausgeführt habt. Und ja, ich bin auch der Meinung, das ist was für jeden. Und ich freue mich für jeden, der über seine Beziehung nachdenkt. Weil es für mich einfach immer wieder schwierig ist, wenn ich feststelle, dass Leute 30 plus, sage ich mal, sehr unglücklich in ihren Beziehungen leben, nie drüber nachgedacht haben, wieso, und auch nie was versucht haben zu ändern. Und dann begegnen sie mir, ihre Welt bricht zusammen und sie haben wieder ein Problem. Ja. Was war denn jetzt genau, war das jetzt noch eine Frage? Meine Frage ist leider verloren gegangen, muss okay. Ich später stellen. Ich wollte noch eine Frage zur Zeit stellen, die man da investieren muss. Also wenn ich jetzt viel Zeit mit einem Menschen verbringe, dann versteht man sich irgendwann recht gut. Jetzt verbringe ich Zeit mit einem zweiten Menschen und da versteht man sich dann auch irgendwann gut. Aber diese Information muss ich ja dem ersten Menschen mitteilen und dann kommt da noch ein Mensch dazu und das entsprechend. Was ist da so die Zahl an Menschen, wo sich das eingependelt hat, wo das noch geht? Also unserer Erfahrung nach, was wir irgendwie mitbekommen haben, ist so, also es ist natürlich immer die Frage, wie tief sind die Beziehungen, die man führt. Und jetzt so, sagen wir mal, Beziehungen, wo man wirklich sehr emotionale, tiefe Verbindung haben will, ist, glaube ich, schon 3 so ein Limit, was schon ein ordentliches Zeitmanagement erfordert. Also ich habe im Moment 2 und ich bin eigentlich ziemlich ausgelastet. Das natürlich irgendwie dazu kommt, ist, dass man neben halt diesen tiefen emotionalen Beziehungen auch irgendwie diverse Personen hat, die man vielleicht nicht irgendwie einmal die Woche trifft und nicht so regelmäßig, aber die man vielleicht einmal im Monat oder alle 2-3 Monate mal sieht und mit denen man dann auch immer wieder eine schöne Zeit hat und es klar ist aber, dass das eben nicht so ein Fulltime-Job wird. Also das ist dann, der Übergang ist dann auch immer sehr fließend, es ist ja auch nicht so, also muss ja nicht so sein, dass man sagt, okay, man hat jetzt das sind jetzt irgendwie die Beziehungen, die man täglich trifft und das kann sich auch wandeln, also das ist im Prinzip ist das ein Spektrum von Leuten, die man sehr selten sieht, bis irgendwie die man täglich sieht. Aber ich glaube, generell lässt sich das gar nicht so einfach ist nicht so einfach zu beantworten, weil es kommt doch immer darauf an, wie setzt du dir die Prioritäten. Also es kann ja gut sein, dass du dann eine ernsthafte Beziehung mit einer Person hast, genau so, wie du sie ausleben möchtest. Und du hast aber nebenbei noch andere Bekanntschaften, Partnerschaften, wie jetzt Martin gesagt hat zum Beispiel, die siehst du dann eher nicht so regelmäßig. Dann kannst du ja zum Beispiel nebenbei, je nachdem wie viel Zeit du noch hast, du investieren willst, kannst du ja nebenbei noch eigentlich unendlich viele Menschen noch haben. So viele, wie du eben in deinem Leben noch unterkriegst. Da gibt es ja eigentlich keine Grenze. Ja, ich muss auch sagen, ich frage mich, warum alles andere außer Beziehungsanarchie überhaupt existiert, außer aus historischen Gründen. Also ich meine, ich habe... Ich bin mit vielen Leuten befreundet und die sind mit anderen Leuten befreundet und seit der 3. Klasse frage ich jetzt nicht mehr, wer ist jetzt dein neuer bester Freund, sondern die sind halt einfach, es gibt halt ein soziales Netzwerk und was man halt mit den Leuten macht, ist dann halt nochmal eine andere Geschichte und man kann sich auch gern haben, sehr gern haben, ohne dass es sexuell ist und man kann sexuell sein, ohne sich gern zu haben. Ja, man muss halt die Klappe halten dann einfach. Aber ja, was ich damit sagen will, also das ist halt eigentlich einfach nur eine Altlast von früher, so dass wo halt Frauen noch Ressourcen waren und die müssen halt gleich verteilt werden, dass jeder ruhig bleibt und das ist heute nicht mehr so. Und also versteht ihr, was ich sagen will? Ja. Ich hätte dazu direkt noch einen Literaturtipp. Achso, und ich finde das sehr anstrengend, weil es bewegt sich und dann achte ich hauptsächlich darauf, was im Hintergrund läuft. Genau, und als Literaturtipp, es gibt von theorie.org so kleine Heftchen, so für einen Zehner, und da gibt es eins über Polyamorie. Das ist sehr wissenschaftlich angehaucht, aber was das macht, ist genau das, was wir gerade hatten, so einen historischen Überblick zu geben, so hey, wie hatten sich das entwickelt, wie haben sich Beziehungen weiterentwickelt und warum ist irgendwie dieses, dass die Gesellschaft so auf Mono setzt, wieso ist denn das überhaupt gerade so da? Und
dass das überhaupt auch ein besonderer Fall ist, also dass es nichts Normales ist in der Geschichte der Menschheit so. Das dazu. Und das andere von wegen Ressourcen und Zeit und so, naja, also es gibt auch Leute, die zum Beispiel nicht Vollzeit arbeiten und ich kann das sehr empfehlen. Dann hat man nämlich mehr Zeit für Menschen, also so, so als praktischer Tipp. Also ist durchaus ein sehr guter Tipp, weil wenn man sich mal anguckt, wie seine Lebenszeit verteilt ist, man hat irgendwie so 8 Stunden, wo man schläft, dann tut man 8 Stunden arbeiten, dann hat man 8 Stunden für den ganzen Rest, in dem man auch seine Liebesbeziehungen packen muss. Das ist dann schon eher was, wo man sieht, dass da durchaus viel Potenzial in den 8 Stunden Arbeit im Tag ist. Ich habe noch eine Frage, die bezieht sich auf den ersten und zweiten Beitrag, also ist quasi ein Follow-up daraus. Das war ja die Frage, so wie sagt man das? Da gibt es natürlich 1000 Wege, das zu tun. Aber ich würde gerne mal wissen, wie man damit umgeht, wenn, also, ne, dann hat man es gesagt und üblicherweise, da die Gesellschaft eigentlich einfach so funktioniert, ist ja die Chance eigentlich 1 zu 100, dass der oder diejenige damit noch nicht vertraut ist. Und wie du gesagt hast, muss dann erstmal irgendwie dran knuspern. Und man kriegt ja auch ein Gefühl dafür, ob das jetzt für die Person wirklich gut ist oder nicht. Also wie geht man damit um, wenn man genau merkt, derjenige oder diejenige sagt zwar, okay, ich weiß jetzt Bescheid, du hast mir hier ganz ehrlich alles gesagt, ich weiß, worauf ich mich einlasse, aber du weißt ganz genau, nein, du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich hatte den Fall auch schon so 1-2 Mal, wo ich dann gemerkt habe, ja, die Person sagt jetzt zwar ja und es ist alles okay und es ist alles in Ordnung für mich, aber man merkt dann schon, ich tendiere dazu, also ich habe es ein bisschen versucht, aber ich tendiere dann eigentlich dazu, die Menschen eher schnell zu meiden, weil das Problem, das ich da sehe, ist, das wird zu zeitintensiv. Ich habe noch andere Partnerschaften, die mir wichtig sind. Ich kann nicht meine ganze Zeit dafür aufbringen, die Person, die damit offensichtlich Probleme hat, also sie die ganze Zeit alles mit auf dem Weg an der Hand zu nehmen. Wenn man da, finde ich, das ist vielleicht ein bisschen eine härtere Einstellung, wenn man da von Anfang an schon, also weil das schließt ja dann quasi schon mal die offene Kommunikation aus, wenn die Person sagt, ja, das ist okay für mich, aber eigentlich ist es nicht okay, dann kommen ja noch so viele andere Probleme mit dazu. Das ist ja nicht nur, dass dann die Kommunikation nicht stimmt, sondern es ziehen sich dann die Probleme durch. Und ich bin dann eigentlich eher jemand, ich würde das dann eher vermeiden und dann eher... Also, genau, ich denke, der Punkt ist so ein bisschen eben, dass man dieses ein gutes Gesprächsniveau erreichen muss, wo man die Punkte dann auch wirklich ansprechen kann und die Emotionen, die Bedürfnisse, die dahinter stehen, weil die Leute sagen halt, ja, es ist okay für mich, aber in Wirklichkeit haben sie halt totale emotionale Probleme damit und das ist natürlich auch, wenn man irgendwie jetzt damit groß geworden ist, dass irgendwie es den Prinz und die Prinzessin gibt und man im Leben irgendwie die eine richtige Person findet, sich erstmal von diesem Ding zu lösen, ist natürlich auch was, wo man erstmal dran zu knappern hat, wenn man damit noch nie konfrontiert wurde und sich nie mit beschäftigt hat. Moment zwar, ich gebe dir das Mikrofon. Es geht auch so, ja, wir hören dich. Ach so, okay. Also man nimmt sich die Zeit natürlich und derjenige möchte das auch. Ja. Aber man merkt einfach anhand der Historie, anhand was auch immer, dass es einfach nicht das Modell ist, mit der die Person glücklich werden würde. Mhm. Vermeiden ist natürlich eine Option, zu sagen, ja okay, geht halt nicht. Aber deswegen ist halt die Frage an die Runde, ob es da nicht doch noch irgendwelche, ich sag mal, Überzeugungs... Also im Prinzip ist es, also in dem Fall wäre ja so, sagen wir, wenn die andere Person jetzt auf diesem Poly-Mono-Spektrum zum Beispiel eher deutlich mehr auf der Mono-Seite ist, aber halt jetzt irgendwie jemand gefunden hat, der im Poly-Spektrum ist, das ist natürlich ein Konflikt, der schwierig zu lösen ist. Man kann da irgendwie natürlich, ist man als Person auf diesem Spektrum auch nicht fix und kann mit der Zeit auch da bewegen, aber das ist wahrscheinlich dann auch ein Prozess, der irgendwie länger braucht. Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, der generell wichtig ist, ist bei diesen ganzen Themenkomplexen, ist, sich Zeit zu lassen, als auch bei dem die Beziehung zum Beispiel öffnen, wie es mir gemacht haben, aus einer monogamen Beziehung raus zu einer Polybeziehung. Das waren bei uns jetzt irgendwie auch 4 Jahre, in denen wir das sukzessive entwickelt haben und das ist auch nicht was unbedingt schneller
Also was schnell passieren sollte, beziehungsweise dass man auf jeden Fall nicht übers Knie brechen muss. Also ich würde jetzt sagen, noch genau, weil Sarah hat es gerade schon gesagt, noch zwei Fragen und dann müssen wir aber auch... Also wir sehen es, es gibt hier Gesprächspotenzial für die drei lange Nächte. Ihr beiden noch und dann ist, glaube ich, auch Time's Up. Ja, vielleicht noch kurz zu dem Follow-up. Ich habe eigentlich schon auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute irgendwie, also erstmal, ich persönlich würde immer maximal offen eben auch mit der Sache umgehen, dass ich eben Polyamor bin. Und wenn ich dabei meinem Gegenpart dann irgendwie das Gefühl habe, dass die Person da irgendwie schlucken muss oder irgendwie versucht, das Thema zu wechseln oder so, ist das für mich eigentlich ein ziemlich deutliches Warnzeichen, weil das waren bisher immer die Leute, die dann irgendwie vielleicht gesagt haben, ja, okay, cool, lass uns das mal ausprobieren oder so. Aber dann irgendwie, wenn ich dann angefangen habe, da wirklich Emotionen in diese Beziehung zu investieren, ihnen dann plötzlich eingefallen ist, dass es halt doch irgendwie für sich nicht passt. Also das möchte ich mir persönlich einfach nicht mehr antun. Nochmal zu dem, was wir gerade hatten mit dem monogamen Beziehung und polyamoren Beziehung, ist es ja oft so, eben das, was ihr mit Fremdgehen hattet, dass wenn es in einer monogamen Beziehung hakt, dann Fremdgehen auftritt und eventuell entwickelt man sich ja dann weiter und möchte es irgendwie die Beziehung weiterentwickeln zu einer polyamoren Beziehung oder ähnlichem oder offene Beziehung oder was auch immer. Habt ihr Empfehlungen, wie so ein Gespräch stattfinden kann? Weil erstmal ist es ja da schwierig, irgendwie angstfrei darüber zu kommunizieren in einem offenen Gespräch, weil man muss ja damit quasi schon einen Vertrauensbruch eingestehen, der im Zweifelsfall auch die bestehende Beziehung gefährdet. Also du meinst jetzt aus der Situation raus, wenn man schon fremdgegangen ist, aber man trotzdem noch weiter Gefühle mit dieser Person haben will und man sozusagen sagen will, okay, ich würde den jetzt gerne weiter in mein Leben integrieren. Schwierig. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es kann explodieren. Natürlich. Im Prinzip ist. Also, okay. Very last. Ja. Okay. Also stell dir die Situation vor. Der andere Partner ist völlig durchgedreht, weil er gerade erfahren hat, du gehst fremd. Du hast dich tatsächlich verguckt. Was machst du? Du hast die Option 1 zu sagen, vorher, wie wichtig dir der andere Partner ist. Du kannst sagen, das ganze Ding ist ziemlich schwierig, aber es ist ungefähr ein Drittel der Menschheit, die das tut und ich habe gerade ein Problem und ich möchte tatsächlich mit dir reden und ich möchte danach auch noch mit dir reden. Ich verstehe, dass es dir gerade scheiße geht. Version 3, du versuchst danach auf alle Fälle in Kommunikation zu bleiben. Das rate ich auch jedem, der eine Beziehung beendet in diesem Raum. Weil der Polykreis ist relativ klein, dass du der Person wieder begegnest, ist auch relativ klein. Ich freue mich, dass mein einer Ex neben mir sitzt, mein anderer Ex auf der anderen Seite. Ich kann sagen, es geht, aber es geht nur mit Kommunikation. Und ja, da waren auch Hürden drin. Aber in Kommunikation bleiben mit der Person, mit der du tatsächlich in Kontakt bleiben willst, ist mein Megatipp für jede dieser Situationen. Gut. Euch beiden. Euch beiden herzlichen Dank. Ich denke, wir haben alle hier was mitgenommen, was gelernt, sind bereichert. Ich auf jeden Fall, ich hoffe, ihr auch.